Hallo und guten Morgen zur letzten Handelswoche des Jahres 2014, beziehungsweise der letzten Handelswoche vor den Weihnachtsfeiertagen. Die letzte Handelswoche ist es ja noch nicht ganz. Was jetzt gerade im Fokus hier, Euro, US-Dollar, beziehungsweise die anderen großen Paare, es geht natürlich um die übergeordneten Trendrichtungen. Was passiert jetzt wohl vor den Weihnachtsfeiertagen heute und morgen noch sehr, sehr interessante Handelstage auf jeden Fall? Wir haben ja hier diesen sehr, sehr intakten Abwärtstrend im Euro-US-Dollar, auch fundamental gestützt durch die EZB etc. Und momentan hatten wir in den letzten Videos festgestellt, dass wir hier diese Art Daily Range hatten, die hier diesen Short-Fehlausbruch hatte, dann wieder rein ist. Und ja, hier stand zur Debatte, ob er hier Long ausbricht aus dieser Formation, der hier diesen Short-Fehlausbruch hatte. Dementsprechend lag das Target dann im Bereich der Weekly gebrochenen bzw. der gebrochenen Weekly Flagge oder dieser Trendlinie hier, dieser sehr markanten im Bereich der 1,2880 bis 1,30, ja, Monats EMA 10er stand hier im Fokus. Ja, das hat er nicht gemacht. Er ist hier an dem 55er EMA im Daily und da sieht man wieder mal, wie wichtig der 55er auch ist als Referenzwert, um hier wirklich nochmal, ja, seine 20, 30 Pip nochmal zu sparen. Und an den ist er abgeprallt. Hier im Bereich der 1,55, 70, 60, sowas rum. Und hier bei den alten Spikes, bei den alten Hochs, ist er letztendlich wieder sehr dynamisch short ausgebrochen. Ja, recht flink auch. Ja. Wenn wir auf den H1 gehen, dann sehen wir, konnte man hier schön einsteigen. Die Stops boten sich an hier hinter dem 34er. Und da war man hier erstmal schön ausgekickt gewesen, aber ja, das war auch ein ordentlicher Spike von 60, 70 Pips, also da darf der Stop auch mal reißen, da geht man lieber nochmal neu rein, konnte man hier die nächsten 130 Pip mitnehmen. Momentan befinden wir uns hier an der Unterseite dieser gebrochenen Range, wir gehen nochmal auf den Daily Chart, ja, im Bereich des Daily Pivot Point, beziehungsweise dem DM4, und das Ganze sollte jetzt langsam mal hier, diese kleine Long-Bewegung sollte jetzt mal hier ein Ende finden, spätestens im Bereich des R1, da findet sich nämlich auch der 13er EMA im H4, ja, den hat er jetzt immer fast angetestet, ist immer am über den 10er ein kleines bisschen hinausgeschossen, auf jeden Fall hätte hier Platz noch bis in den Bereich der 1,2280 auf jeden Fall, denn wir haben hier erst die älteren markanten Hochs, dass er das hier erstmal wieder long bricht, war eigentlich schon klar, denn auch das war ja bloß ein kleiner Ausflug in die Short-Richtung, ja, die ehemaligen 1,2250. Die 1,22 hat er hier sehr schön, 1,2220 hat er hier sehr schön angetestet, auf jeden Fall darf er hier mal einen kleinen Longschub hinlegen. Und wie gesagt, also hier in dem Bereich im Daily Chart sieht man es noch genauer, erst hier im Bereich des R1 kommen hier sehr markante Schlusskurse bzw. Eröffnungskurse der Longkerzen. Und auf jeden Fall darf er bis hierhin mal sich erholen. Dann sollte jedoch langsam mal wieder eine Short-Reaktion erfolgen. Ne? Also das zumindest, sonst müsste man ja hier ewige Stops legen. Hier müsste man ja hier die 100 Pip oder die 160, 170 Pip Stop schon nehmen. Das ist dann nicht mehr interessant. Also da würde ich dann lieber abwarten, wenn er hier wirklich nochmal einen Longschub reinmacht in diese Richtung. Vielleicht sogar nochmal diesen Bereich des heutigen A3 knackt, also hier im Bereich der 1,2360. Das wäre ziemlich fatal für die Shorts. Da würde ich erstmal abwarten, jetzt wie er sich vor den Feiertagen noch verhält und dann eine Entscheidung treffen, ob man hier neu Short reingeht. Für heute das Target auf jeden Fall erstmal der Bereich des S2 hier. Gehen wir nochmal in den H4, da sehen wir das ein bisschen schöner. Der S2 heute in den Bereich der 1,21670 circa. Hier ist auch das Lower Bollinger Band im H4. Sehr interessante Zone, denn wir haben auch hier den Bereich des Fibo Expansion 61,8er Level und des 50er Retracements dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Ja, also wer sich das Fundamentalvideo über den Euro-US-Dollar von mir mal angeschaut hat, was die langfristigen, mittel- und langfristigen Short-Ziele angeht, der weiß, von was ich jetzt hier spreche, von den Daten hier. Und wäre natürlich auch eine schöne Sache einfach, weil wir dann hier durch diese sehr, sehr markante Weekly-Trendlinie durchgebrochen wären. Wir können auch das mal hier hochprojizieren, nochmal auf diese Eröffnungskurse.
dann hätte er auch Platz hier in dem Bereich des R1 bzw. ein Stückchen höher. Na, das sehen wir hier. Dieser Bereich auf jeden Fall sehr markant. 1,2280 auch nochmal möglich, dass er den hier nochmal antestet. Ja, also hier diese Zone, das ist jetzt ein bisschen verschoben. Diese schwarze Linie hier entsprach jetzt eigentlich auf dem Weekly Chart dieser Zone. Also R1 heute auf jeden Fall im Fokus für neue Short-Einstiege, relativ knappe Stops. Was kann man nehmen im H4? Natürlich eng über dem DM5, hinter dem 20er. Man hier seine 30-40 Pip Platz, auf jeden Fall sehr interessant. Spätestens, wie gesagt, hinter dem R3, also dort wird es etwas prekärer, sollte er dort wieder hinstoßen. Da hätten wir auch den Weekly Pivot Point wieder long geknackt. Und ja, das wären die 90 Pip, beziehungsweise hinter dem 34er IMA, den ich immer gerne nehme, auch auf jeden Fall sinnvoll. Beziehungsweise hat man hier diese Kombination aus den alten, ich markiere es mal mit einem Kreis, beziehungsweise etwas, was dem ähnelt. Da hat man hier diese Zwischenhochs, die man auf jeden Fall dann als Stopplinie nehmen kann, beziehungsweise als Referenzwert. Sollte er auch hier, man könnte es auch ganz lassen, hier einzusteigen, wem das jetzt sowieso zu heiß ist, und einfach warten, bis er vielleicht diese Zwischenhochs beziehungsweise diese Zwischentiefs nochmal antestet und dann nochmal Short geht. Ich würde das Ganze jetzt nochmal markieren mit, also ab dieser Zone interessant und natürlich ab dieser Zone. Targets, wie gesagt, heute, ja, das ist schwer zu definieren. Ich würde diesen S2 oder auch den S3 meinetwegen auf jeden Fall favorisieren, heute oder morgen, damit er diesen Bereich mal short knackt. Ja, damit er hier mal irgendwas zeigt, dass es wieder wirklich weitergehen kann. Das ist jetzt durch dieses ganze Gemale natürlich sehr, sehr schwierig. Ich gehe nochmal auf den Weekly Chart. Bitte das zu entschuldigen. Aber durch die zahlreichen Analysen überschneidet sich hier natürlich einiges immer mal und wird dann relativ stark zusammengequetscht. Wie gesagt, diese Trendlinie hier im Fokus, ich denke, die kann jeder nachzeichnen, wenn wir hier mal weitergehen. Die Vergangenheit hier trifft sie auch sehr genau. Und mal weiter. Ja, also hier diese sehr markante Zwischentief etc. hat sich dann zu dieser Trendlinie gewandelt. Schlusskurse, wie gesagt, im Bereich des R1 bis zum DM5. Da hat er auf jeden Fall Platz, hier nochmal zu korrigieren, beziehungsweise sich zu erholen. Und dann darf er hier gern Short ausbrechen, um hier wieder was zu präsentieren. Ansonsten, wie gesagt, wenn er hier diese ganzen Zonen bricht, dann warten wir ab, was er hier vor den Feiertagen macht. Spätestens im Januar wird sich dann Ende Januar wird sich dann die EZB nochmal zu Wort melden. Und dann wird es wieder neue Richtungen, klare Richtungen geben. Nehme ich mal an. So, hier kann man nochmal auf Öffnungskurse gehen. Das war's zum Euro-US-Dollar. Zumindest im Moment. Kann man hier schöne Pending-Orders setzen, denke ich, sehr markante Ziele. Es haben jetzt immer die horizontalen Bereiche im Euro haben relativ gut funktioniert. Man kann natürlich hier auch da tausende Trendlinien zeichnen. Man könnte jetzt hier sich eine zeichnen und wäre dann im. Hätte dann hier eine Clusterzone, aber das ist alles hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich würde mich hier wirklich auf die horizontalen Zwischenhochs, Zwischentiefs beschränken, mit engen Stops, beziehungsweise mit vernünftigen Stops und das Ganze dann dementsprechend traden. Wie immer, wenn es gefallen hat, das Video gerne liken auf YouTube, beziehungsweise könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auch über meine Seite www.forexhome.de. Abonnenten werden auf Facebook und Twitter. Das kostet auch nichts. Ich werde da nochmal was heute speziell dazu sagen, zu den Social Media Accounts, denn da kamen einige Fragen auf, warum ich das denn anbiete. Und wem das noch nicht klar ist, dem werde ich es heute gern erklären. Und ansonsten wünsche ich viel Erfolg bei dem Setup, beziehungsweise bei allen anderen Setups, die ihr tradet. Einen schönen Tag und der Peter sagt Tschüss.